Willkommen zurück, Freunde, bei Battlefield 3. Wir sollen das Wüstenlager der bösen Panzer stürmen und es kommen schon Raketen angeflogen. Oh, scheiße. Thermaloptik. Ah, da steht einer. Das kleine LMG haben wir auch. Schön, weil das verwende ich im Online-Modus gerne. Ah, den haben wir jetzt noch nicht getroffen. Jetzt hat aber... Bam! Und... Huhu! Das hat weh. Panzer da oben ist im Arsch, oder? Aussichtshalber schießen wir trotzdem mal hin. Und nun stürmen wir. Was da denn? Haha. Wobei, Moment mal. Ich glaube, diese ganzen Personen hier sind Freunde. Die greifen mich auch gar nicht an. Scheiße. Ich hab grad zwei Freunde gekillt. Bist du ein Freund? Ah! Ach, hier müssen wir. Egal. Wir müssen auf jeden Fall dahin. Ups, habe ich dich jetzt aus der Sicht umgebracht? Tut mir leid, wenn ja. Das hier muss kaputt gehen. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das Freunde sind oder nicht. Aber die tun mir nichts, also tue ich ihnen auch nichts. Schaut. Ja, jetzt sieht man das Dreieck hier. Okay. Wir sind Freunde. Dann kriegen sie nichts auf die Eier. Weiter geht's. Das war ja ein Kinderspiel hier. Ich habe ja eigentlich mit mehr Gegenwehr gerechnet, aber gut. Vielleicht kommt noch was. Oh, Helis. Direkt vor uns eine Staubwolke. Ja, jetzt sehe ich auch was. Vorne ist was. Es sieht nach feindlichen Panzern aus. Ich schleiche mich mal von hinten an. Oh, da kommen auch noch welche. Aber wenn wir als erstes die zwei hier ausschalten, dann habe ich nichts dagegen. Da. Und nimm den im Arsch. Sehr gut. Den anderen kriege ich jetzt aber nicht. Da muss ich weiter... hinter ihm herfahren, aber das scheint zu seinem Freund zu wollen. Kunststoß! Bäm! War nix. Okay, neuer Versuch. Der ist besser. Der war ein Volltreffer. Und du stehst ja günstig da. Einen Schuss hat er ausgehalten, aber den zweiten nicht. Die haben sich hier gut verschanzt. Wo sind meine Freunde, ey? Sind die zu dumm? Ich stürme hier quasi alleine vor. Dafür aber relativ effektiv. Ah. Bumm. Er lebt noch, er lebt noch, er fährt noch. Ach, der war daneben. Der war schlecht, der war schlecht, der war schlecht. Aber der trifft und tschüss. What the fuck? Was hält denn der alles aus? Jetzt. Bleibt der da stehen? Bewegt er sich fast nicht mehr. Und ich treffe ihn trotzdem nicht. Doch, jetzt ist er weg. Einer fährt noch. Boah, guter Schuss, Alter. Schaut mal, wie er da hinten kämpft. Nicht schlecht, ey. Sich super verschanzt. Aber all das nützt dir nichts. Kaputt. Ach, ich liebe Panzerduelle. Zerstöre die LKW-Kolonne. Na gut. Bam. Ach Gott, habe ich geschielt, oder wie? Auch diesmal sind es aber nicht freundliche Infanterie-Guys, sondern Schweine. Bam. Komm, schieß, 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 schieß. Bam. Muss mal ein bisschen nachladen, dann geht's erst wieder. Oh, sieht doch schon mal gut aus. Einer fährt. Ach, das ist Panzer. Das ist Panzer. Aber den haben wir mit einem Volltreffer ausgeschaltet. Tschüss. Und tschüss. Da vorne sind böse Panzer. Oh, die können wir von hinten so nice ausschalten. Ich glaube, sind das nicht Freunde? Oh, ich darf hier nicht hin. Scheinbar sind es sogar Freunde, weil er nicht kaputt geht. Oh oh. Das sind fiese Treffer jetzt gerade. Kein Wunder, hinter uns sind feindliche Panzer. Keine Ahnung, wo die herkamen. Aber sie schaden.
Deshalb sind sie jetzt weg. Hinten sind noch zwei feindliche Dreiecke. So, LKWs habe ich noch übersehen. So, alles aufgeräumt. Nächstes Ziel. Darf ich jetzt weiterfahren, oder? Gut, meine freundlichen Panzerfreunde hier haben einfach mal gewartet, bis ich das Ganze hier erledige, anstatt mir zu helfen. Sehr schlau. Der stellt sich mir auch noch den Weg. Auch nicht schlau. Ihr seid doch doof, Mann. Will das? Trottel. Dann fahren sie nicht mehr weiter. Ihr braucht nicht auf mich warten. Ich bin nicht dumm. Wieso fahren die eigentlich schneller als ich? Das finde ich auch blöd. Ich drück doch auf Turbo. Oder ist Turbo hier jetzt im Story-Modus auf einer anderen Taste? Stimmt tatsächlich, ich werde nicht schneller, wenn ich auf meine Turbo-Taste drücke. Normalerweise ist die nämlich bei mir STRG. Naja, ist nicht so wichtig. Online ist es schon wichtiger. Folge 3, 4 zur Schnellstraße. Überführung. Alter. Was zum Teufel? Bin ich dein Alter? Doch schneller mit STRG. Ein Jet. Sieht ziemlich verwüstet aus hier. Richtig krass, aber auch richtig geil. Von der Grafik her jedenfalls. Epic. Gut, das haben wir getan. Wir sind gefolgt. Jo, ich schaue es mir mal an. Ja, so. Dann gucken wir mal hier. Was ist los? Ich muss da vorne hin. Hast du mir was zu sagen? Wie geht's weiter? Hm? Morlauf machen. Shakespeare hat uns aufgelauert. Oh, uns zusammengeschossen, bevor wir fertig waren. Irgendeiner muss dann den Scheißzünder und ihn auslösen. Und das soll ich sein? Darüber, aber ich bin das ganz bestimmt nicht. Ja, ich auch nicht, Junge. Trottel. Ich habe keine Wahl, ich muss es tun. Anstatt dass ich mit dem Panzer vorher nach vorne gehen kann, ne? Ach Gott. Wo soll man denn das überleben? Es ist hier alles völlig offen. Die können mich locker treffen. Tun sie aber nicht, tun sie aber nicht, tun sie aber nicht. Da hinten ist einer. Headshot. Okay. So. Was muss ich hier tun? Den Zünder. Ah, zurück. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Dieser Panzer könnte mir auch mal Deckung geben, ey. Die sind alle so schlecht. Okay, dann los. Bumm. Toll, oder? Okay. Ach, war das mein Panzer hier, oder was? Egal. Jetzt ist es jedenfalls meiner. Achso, ich darf ans MG. Okay. Wo seid ihr, Drecksäcke? War da einer? Ja, da war einer. Tschüss. Wobei, der lebt noch, ich sehe ihn krabbeln. In Battlefield 3 kann man ja auch durch die Mauern durchschießen. Und daher ist er jetzt wahrscheinlich tot. Da geht's ab. Weiter nach vorne. Oh, da kommt eine Rakete angeschossen.
Und der ist aber optimistisch hier. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Oh oh, der will nochmal eine Rakete schießen. Und der hat es auch noch geschafft, verdammt. Aber die geht daneben, sehr gut. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, der könnte uns Ärger machen. Nee. Ey! Du fährst nicht weg. Bam! Steigt er in seine Karre und will abhauen. So geht's aber auch wieder nicht. Du bleibst liegen und da ist einer. Tschüss. Down. Au, das war ein harter Treffer. Ach, da auf den Dächern sind sie. Drecksäcke. Das war jetzt gar nicht beabsichtigt, aber sieht auch ganz nett aus hier. Deine Einzelteile, falls machen nicht gerade zu machen. Da kommen Schüsse her, also baller ich einfach mal rein. Vielleicht haben wir Glück und treffen einen. Wäre aber eh eine Tankstelle. Die jage ich gleich mal in die Luft, damit die alle schön abkratzen. Ich glaube, da war noch mal irgendwie ein Panzer oder sowas. Nee. Oh, da. Drinnen. Jetzt bumm. Ja, die Mission gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Also, war aber auch klar. Panzermission ist nice. Und auch die Umgebung. Hey, schaut euch das mal an. Hey, das ist ja wie im... Ich habe im Real Life, ey. Also, echt... Hammer Grafik von da ist hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nur die Werbung, die mag ich nicht. Ihr mögt ja auch keine Werbung, aber das muss halt sein. Ja. Verbündeter Panzer getroffen? Wo denn? Kann ich helfen? Was muss ich jetzt überhaupt machen? Ich sehe keinen Gegner mehr. Ich schaue dahin, wo mein Freund hinguckt. Ballern wir weg. Da kommt noch eins. Komm, explodier doch, Mann. Fuck, ich kann nicht schießen, das Ding ist aus. Junge. Oh, knapp, Mann. Da kommt doch bestimmt noch ein drittes, oder? Ich sehe nichts, der ganze Rauch hier. Verdammt. Rechte Flanke? Oh, das war knapp. Das habe ich jetzt zu spät gehört. Aber ging ja nochmal alles gut. Wenn sie schlau wären, dann würden sie an ihr Auto C4 pappen. Das machen ja auch viele im Online-Modus. Das ist so eine lame Taktik. Ich hasse die. Funktioniert bei mir im Übrigen nicht. Also wenn ihr mich online seht und dann mich versucht mit einem Jeep zu rammen, der C4 drin hat, funktioniert zu 99,9% nicht. Ich bin ein Pro-Panzerfahrer. Behaupte ich jetzt mal. Alle Erdbeereinheiten wartet auf Befehle wegen Neuorientierung der Mission. Was geht hier eigentlich ab? Was geht hier eigentlich ab, ja. Genau das frage ich mich auch immer wieder. Mission geschafft, als nächstes kommt keine Angst vor Böse. Sie waren in der Bank gefangen. Ja, und uns lief die Zeit davon. Genau wie jetzt. Die kamen also dann in die Stadt. Wo war das? Draußen war ein Platz. Wir hatten die Bombe und warteten in der Bank auf Miller und Anvil 3. Ich funkte sie an, um zu fragen, wann die Ablösung kommen würde. Sie sagten 3 Minuten. In 3 Minuten werden wir da sein. Bisschen kaputt alles. Ach Gott. Haha.
Oh, schon ein cooles Bild, oder? Guckt mal an. Danke, Mann. Das ist nicht gut. Miller, komm hier runter. Wir müssen die Luken dicht machen. Ja, gerne. Oh, yes. Freut mich, dass das hier auch wieder eine Panzermission ist. Kontrolle über den Panzer übernehmen. Ja, ja. Sehr gerne. Nein. Panzerfaust? Fuck. Ich sehe nichts. Von da. Schweinemann. Komm, 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 fahr, 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 fahr. Ja, machen den ganzen Scheiß hier kaputt. Fahren einfach mal durch das ganze Haus durch. Da sind Infanterie-Guys. Okay. Und schissige Schweine hier. Und ein Panzer. Oh, der steht wieder auf. Bleib liegen. Haben wir den Panzer? Ja, direkt getroffen. Sehr gut. Okay. Wir sind auch down. Da stehen noch welche. Oder sind das nicht meine Freunde? Ich weiß es nicht. Inzwischen könnten es meine Freunde sein. Wenn nicht, dann haben sie sowas schwarz. Okay, da ist ein Panzer. Dann werden es nicht meine Freunde sein. Wo sind sie hin? Ich hätte sie ausschalten sollen. Ach ja. Schießen mit Raketen. Und noch ein Panzer. Nein, der war daneben. Der war daneben. Schieß doch! Okay. Da ist noch einer. Ich hab dich schon gesehen, Junge. Ich glaube, ich hab dich auch getroffen. Da hinten. Da leuchtet auch noch irgendwas auf. Ich lass mal die Thermaloptik kurz an. Weißt du nicht? Ich darf da nicht hin. Ich soll doch da hinten hin. Da steht, bewege dich dorthin. Na gut, dann fahre ich halt hier hoch. Wahrscheinlich, damit ich da getroffen werden kann, oder wie? Was ist hier schon los? Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Rakete im Anflug. Ja, toll. Jetzt fahre ich nicht mehr. Ich kann das Ding nicht mehr bewegen. Das Teil ist im Arsch. Es brennt schon. Wir könnten jede Sekunde in die Luft fliegen. Verdammt. Verteidige Blackbird. Das tun wir. Gleich kommen sie, dann geht die Post ab hier. Ich sehe sie schon.